schon zu etwas späterer Stunde und ich bin auch noch so ein bisschen angeschlagen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich vielleicht so ein bisschen hin und her springe mit meinen Ideen. Auf jeden Fall habe ich gerade noch mal beschlossen, ich zeige euch erstmal quasi die Präsente, die ich im realen Leben bekommen habe. Denn ich sagte ja, ich war in Berlin und unter anderem, bevor wir wieder gefahren sind, hat es geklappt, dass ich mich mit der lieben Sweet Jasmin Baby treffen konnte. Der lieben Nathalie, ich grüße dich ganz herzlich. Und ich habe hier einen pinkfarbenen Beutel. Du weißt, was das zu bedeuten hat. Aber das ist ein interner. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz einmal zeigen, was für schöne Dinge sie mir mitgebracht hat. Und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Das ist einmal von Percy & Reed ein Shine and Fragrance Spray für die Haare. Und das ist so eine super süße Verpackung, die so ein bisschen auf Art Deko mit Blümchen und so weiter. Und ich freue mich, dass ich jetzt endlich das Spray ausprobieren kann mit euch. Eine wunderschöne Flasche, erinnert mich auch ein bisschen an Crabtree und Evelyn. Ich glaube, ich spraye jetzt nochmal so ein bisschen in die Luft. Oh, ich finde... frischer, blumiger Duft. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den Haaren auswirkt, aber das zeige ich euch dann später. Seht ihr bestimmt irgendwann in einer Haarroutine von mir. Habe ich mich jedenfalls sehr, sehr zu gefreut. Neue Produkte, das ist immer schön. Dann ein alter Liebling und den mag ich auch sehr gerne. Das ist von Coconut Island. Von Trackle Moon My Coconut Island, die Körpermilch. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen lieben Dank. Habe ich mich sehr zu gefreut. Und dann das. Achso, dann hatte sie noch eine ganz süße kleine Karte geschrieben. Und jetzt kommt mein Mausi. Happy Birthday! Von der lieben Nathalie. Alles Liebe nachträglich, weil wir uns ja am Sonntag getroffen haben und Freitag war mein Geburtstag. Ich hoffe, jetzt werden hier nicht gleich die Stative umgeschmissen. Also eine super süße kleine Karte. Und ja, das fanden wir beide sehr lustig. Sie hatte hier ein Shampoo von John Frieda für Blond. Repair und Hydration mir mitgegeben und ich denke, sie hat da an mein Ombre und meine blonden Strähnen gedacht und das finde ich ganz klasse. Ich habe da sogar neulich mal einen Bericht zugesehen, dass das, ich glaube, bei trockenen Haaren empfohlen wurde, dass man dann für gefärbte Haare gucken soll oder für blondierte, wenn sie besonders beansprucht sind oder trocken. Und das werde ich auf jeden Fall probieren. Ich kann das ja auch in die Längen machen und am Kopf selber und an der Kopfhaut dann mein gewohntes Shampoo. Finde ich super klasse. Da kommt auch noch meine neue Haarroutine. Und ein kleines, super schönes Täschchen von der Pinkbox. Habe ich mich sehr gefreut, weil ich habe sie ja noch nie auspacken dürfen. Und da drin sind diverse Kleinigkeiten. Unter anderem eine wunderschöne Kette, die man vielleicht auch als Haarband nehmen kann. Jedenfalls ist das so ein, ist es Gold. Und dann hier mit so einem, ja, millierten Muster, so eine Blume, finde ich sehr, sehr schön. Ich trage im Moment gerade einen Kapuzenpulli, deswegen wird das etwas schwierig. Aber vielleicht hier so, auch in den Haaren, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe mich ja schon bedankt. Und die Nathalie direkt gedrückt und einen sehr schönen Nagellack von P2. Die finde ich ja immer ziemlich klasse in einem ziemlich intensiven, ja was ist das, lila oder purple, den 800 Creative Pores. Ja, werde ich die nächsten Tage mal ausprobieren, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, ich freue mich so. Und dann noch etwas, was ich auch sehr lustig fand. Von, das ist glaube ich eine LE gewesen, Vampire Love von Essence Voluminizing Lash Powder.
mit so einem kleinen Bürstchen. Und ich glaube, man muss erst einmal tuschen und dann trägt man das auf. Das ist dann so feucht. Dann nochmal drüber tuschen. Ich habe damit auch schon mal ein ganz verrücktes Nageldesign übrigens gesehen. Mal sehen, ob mir das, ob ich das noch irgendwo finde mit dem kleinen Bürstchen. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ansonsten bin ich ja immer so ein bisschen nicht zu viel Klimbim am Auge, damit das nicht die Augen zu sehr reizt. Und auch von Essence ein sehr schönes Pigment in der Farbe 07 Safety First. Ein ziemlich knalliges Orange, aber ich trage ja gerne so Ocker- und Orangetöne. Und darüber habe ich mich besonders gefreut von Bare Minerals. Matte Foundation in der Nummer W15 Light. Und ich habe mir damals mal dieses Starter-Set geholt und bin da sehr begeistert von. Wenn ihr möchtet, mache ich da gerne auch eine Review zu. Und das finde ich eine total klasse Reisegröße. Also dazu habe ich mich sehr, sehr gefreut und auch zu diesem kleinen Täschchen. Ja, das war sozusagen schon meine erste Geburtstagsüberraschung über YouTube. Und ich hatte euch ja gesagt, von meinem Postfach ist die erste Postkarte angekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, und genieße den Tag mit so wunderschönen Schmetterlingen und so weiter. Und das ist, liebe Betty, vielen Dank, dass du dir immer so viel Mühe mit deinen Videos gibst. Das macht mir auch wirklich Spaß. Und mir damit den Tag bereicherst, das finde ich so toll. Dankeschön. Bleib wie du bist. Und mach bitte immer weiter. Sonnige Grüße aus dem Frankenland. Und ja, keine Unterschrift, aber viele Grüße zurück, du wirst es wissen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das machen werde, ob ich meine Post immer vorstelle oder ob ihr lieber möchtet, dass ich euch antworte. Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare, auch ob ich es vorlesen darf. Wenn nichts dabei steht, gehe ich einfach mal davon aus. Vielen, vielen Dank jedenfalls für diese schöne Karte. Und die bekommt bei mir einen Ehrenplatz, denn es ist meine allererste Post gewesen. Und jetzt bin ich sehr, sehr aufgeregt, weil Nathalies Päckchen kannte ich ja schon sozusagen. Und jetzt möchte ich anfangen mit diesem Brief. Hat auch keinen Absender. Meine Postfachadresse steht immer unten unter meinen Videos, bei den meisten inzwischen dabei. Happy Birthday! Eine schöne Blumenkarte. Jetzt. Momente des Glücks sollen in deinem Herzen funkeln. Viele Male am Tag, viele Tage im Jahr, viele Jahre in deinem Leben. Dankeschön. Liebe Betty. Oh, Nadine. Ja, liebe Betty, herzlichen Glückwunsch und alles, alles Liebe zu deinem Geburtstag. Ich drück dich ganz doll, Bussi, Nadine. Ja, und da hat sie das Nadine unten nochmal, oh je, da hat sie das Nadine unten nochmal so geschrieben, wie auch ihr YouTube-Nutzername ist. Und wenn ihr das gar nicht wollt, dass das vorgelesen wird, ist okay. Aber damit ich vielleicht weiß, wer ihr seid, wäre das ganz klasse, wenn ihr den Usernamen mit dazu schreibt. Oder mir dann in die Kommentare antwortet. Ja, ich war's. Also, vielen, vielen lieben Dank, du Süße. Das freut mich ja. Oh. Und dann, ja, jetzt ist das ziemlich lustig, weil, also bis auf meine erste Karte, glaube ich, sind das alles YouTuber, die mir geschrieben haben. Aber das freut mich auch sehr, sehr, sehr. Hier erkenne ich den Absender schon und ich sage da jetzt mal erstmal noch nichts dazu. Ich öffne den jetzt. Ich hoffe, dass da nichts kaputt gegangen ist. Hier ein kleines Säckchen raus und alles
alles Liebe, viel Glück und Freude. Und diese Karte ist von der lieben Sally. Für eine zauberhafte Freundin in Zauber. Wir haben uns noch nie richtig handschriftlich geschrieben. Nein, für eine zauberhafte Freundin die zauberhaftesten Geburtstagswünsche von... Oh nein, das blinkt, das kann doch nicht sein. Von Herzen alles Liebe, bleib gesund und vor allem bleib du selbst. XX, deine Sani. Dankeschön, danke meine Süße, da freue ich mich aber. Oh, ein Stein, ich sehe einen kleinen Stein. Ich weiß nicht, es könnte sogar ein kleiner Anhänger sein. Och, das ist ja süß und ich würde fast... Oh, einmal mache ich das jetzt hier nicht auf dem Teppichboden. Es könnte ein Orangenkalzit oder ein Karneol sein. Der hat hier unten nochmal so eine schöne, so einen schönen Verlauf und nach unten hin wird er intensiver. Und es ist ein Kettenanhänger und ich passe jetzt etwas besser auf. Entschuldige bitte, meine Liebe, aber es ist ihm nichts passiert. Er ist einmal nur kurz weggehüpft und ich vermute, du hast da jetzt nochmal was rausgesucht zu. Der Karneol, jawohl. Ach, wie schön. Geburtsstein für Waage, Krebs, Widder und Löwe. Oh, ja, dann ist es ja auch nochmal eine tolle Übereinstimmung von uns beiden, denn sie ist Löwe und ich bin Widder, und ich bin Waage. Es ist spät. Ach, Kinders, ich freue mich sehr. Ja, den Karneol, liebe ich sehr. Ein sehr schöner Stein. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, habe ich mich sehr, sehr, sehr zu gefreut. Ach ja. Wie schön. Ha. Ich kann das jetzt gar nicht hier alles so aufbauen, wie das sein soll. Leute, ich bin ja total durch den Wind. Also wie gesagt, vielleicht hat es mir auch geschickt, weil ich eben ein bisschen erkältet war. Und diese schöne Karte, da habe ich auch schon den Absender gesehen. Und ich sag nur, du verrücktes Huhn, denn ich trage von ihr heute schon eins meiner Geschenke, die ich mir aus einem großen, großen Paket herausgefischt habe. Und das kommt auch noch die nächsten Tage. Denn da hat mir die liebe Moldavit eine ganz, ganz tolle Freude gemacht. Und mir jetzt nochmal eine Postkarte geschickt. Oh, wie süß! Mit einer Dresdner Essenz, Gesichtsmaske, Pfingstrose, Jojobaöl. Liebe Betty, zu deinem Geburtstag. Happy Birthday to you! Die sind ja sehr süß. Liebe Betty, zu deinem Geburtstag wünsche ich dir ganz viel Sonnenschein und alles Liebe. Ich bin so froh, dich zu kennen. Schick dir eine ganz liebe Umarmung, Nadine. Hm. Ich umarm dich zurück. Die sind ja süß. Ja, und von den Essenzen? Ah ja, Rose. Pfingstrose. Da kenne ich nur die... Badezusätze, da werde ich auf jeden Fall diese tolle Maske ausprobieren. Vielen, vielen Dank und ich freue mich schon auf dein Päckchen. Das dauert, denke ich, noch ein bisschen länger. Ja, und dann bin ich sehr gespannt gewesen und immer noch auf diese kleine Box. Sie klötert gar nicht. Aus Rothenburg. Wer sich da jetzt angesprochen fühlt. Dann habe ich aber doch entdeckt, Absender, auch eine ganz, ganz liebe YouTuber-Freundin. Und du bist ja verrückt. Ich freue mich. Oh, das hat jetzt meinen Hund erschreckt. Wir öffnen zusammen die Box von deiner Chrissy. Oh, so schönes pinkes Papier. Erstmal die Karte, die ist quadratisch und ein bisschen erhaben. Es könnte sein,
die selbst gemacht hat. Wow, die müsst ihr euch wirklich anschauen. Seht ihr das hier? Betty und Happy Birthday, Cupcakes. Total süß. Oh, das finde ich ja total klasse. Happy Birthday, liebe Betty. Wow, was hast du für eine saubere Schrift. Ich habe auch so eine Arztklaue, also alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, dass dir die klitzekleine Überraschung gefällt und heil bei dir gelandet ist. Liebe Grüßi Chrissy. Dankeschön. Superschön. Oh, so viel Mühe hast du dir gemacht. Toll. Und dann hier auch noch die Steine in der Ecke und das Ganze so abgerundet und in so einem ganz, ganz tollen olivfarbenen Ton. Sehr schön. Wow, eine selbstgemachte Karte. Uhu. Ich lege sie jetzt mal hier so hin. Und pinkfarbenes Seidenpapier. Und nochmal geschützt in... Ach Leute, es ist zu spät. Ich bin schon völlig ermattet. Nicht von diesem Video, verzeiht es mir. Aber ich wollte unbedingt, dass ihr nicht so lange warten braucht. Die mir das geschickt haben. Das ist ja lustig. Das ist ein Nagellack. Und ich dachte jetzt fast erst, ich habe, das ist schon eine Weile her, es ist ja schon fast anderthalb Jahre her, und da habe ich einen blauen Nagellack gezeigt aus Amsterdam und der hieß Bulletproof. Und dies hier, und der hatte dann so eine Verpackung eben wie eine Gewehrkugel. Und daran habe ich eben gedacht. Aber das ist von Pupa. Die Marke ist auch irgendwie selten. Und es ist ein Blau-Metallic, würde ich sagen. Und, meine Lieben, es ist die Nummer... Ah, die kommt aus Italien. Ja, sie war ja gerade in Italien. Nummer, die N135 Nato. Wow, da freue ich mich. Kenne ich überhaupt nicht die Marke. Und die Farbe ist auf jeden Fall Beuteschema. Ihr kennt mich doch schon ganz gut. Und ich freue mich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich möchte das Video jetzt auch nicht so lange machen, weil es wird noch ein großes Unboxing geben von der lieben Molle mit das Päckchen. Ja, und auf Instagram sind wir schon über 300. Vielen, vielen Dank. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei und sagt mir doch mal, was ich vielleicht für Facebook noch ein bisschen anders gestalten soll, damit euch die Seite auch noch besser gefällt. Denn ich würde mich freuen, wenn wir da auch noch ein bisschen größer werden. Auf jeden Fall liebe, liebe Grüße und tausend Dank. Und ich muss jetzt ganz schnell ins Bett. Liebe Grüße, eure Betty. Bye. Yeah. Steine, Ketten, Lacke, Duschen, Shampoo, Karten, Masken. Ihr seid klasse. Danke.